Moin Moin, wir sind wieder da mit Elex. Was fehlt noch? Hier, Bulli, genau. Der Bolide. Herr von und zu Habsucht. Warum machst du deine Geschäfte für den Duke nicht allein? Das könnte dir so passen. Du kommst fein mit. Ich will dich im Auge behalten, während ich die Sache durchziehe. Na schön, machen wir das. Ich will diesen Herold kennenlernen. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Der Kerl ist irgendwo in der Gegend da, vor uns anzutreffen. Eher einer von der Sorte, der sich im Hintergrund hält? Die meiste Zeit schon. Wir werden sehen, ob wir ihn überhaupt finden. Ich bin da sehr zuversichtlich. Machen wir weiter. Na schön. Wir werden sehen. Am besten ich übernehme die Sache und du hältst währenddessen den Rand. Verstanden? Hau rein, ich folge dir. Hast du Bedenken, dass ich dir dazwischen funke? Nein, aber ich weiß noch nicht genau, wie es gleich ablaufen wird. Also, Schnauze. Wenn wir zu feste auftreten, kann es sein, dass er wieder verschwindet, bevor wir ihn zu fassen kriegen. Also, sei gefälligst vorsichtig. Ja, ja, Bolli, alles gut. Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Du kannst mich doch nicht einfach im Büro anrufen. Ich weiß nicht, ob die Leitungen abgehört werden. Warum sollte unser Gespräch überwacht werden? Ich wurde von einem Wissenschaftler erwischt, wie ich sie belauscht habe. Seitdem verfolgen die mich. Die... Ups. Falk? Hallo. Einen Moment noch. Probleme? Hochinteressant. Ich hatte schon vermutet, dass ich dich hier wiedersehe, Jax. Im Gegensatz zu dir überrascht es mich eher, meinen Lieblings-Cyborg hier zu sehen. Du hast mich erwartet, Falk. Der Himmel tat sich auf und die Fremden kamen zu uns. Wer erwartet da nicht, dass unser aller Erlöser wieder auf den Plan rückt und ein weiteres Mal unsere Welt rettet? Langsam, mein Freund. Ich fürchte, das wird mir nicht gerecht. Ich sehe mich nicht als Erlöser. Ich verfolge vornehmlich meine eigenen Interessen. Und das weißt du auch. Das mag sein. Doch wenn du auf dem Weg rein zufällig auch noch für den Fortbestand unseres Planeten sorgst, dann hast du zweifelsohne den meisten Menschen von Magalan etwas voraus. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei den anderen Klerikern? Ich erfülle gerade einen Auftrag. Doch ich denke, ich kann ihn für eine Weile pausieren, denn ich muss dir zunächst eine Frage stellen. Raus damit. Kannst du mir helfen? Es hat mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich fürchte nämlich, ich bin in einer Art Sackgasse gelandet. Du bist künstlich, ein Android. Wie entwickelt man eine bereits gefertigte und laufende Maschine weiter? Ähnlich dem Vorgang des Erwachsenwerdens eines Menschen habe ich schon viele Stationen durchlaufen. Doch ich bin noch nicht ganz da, wo ich eigentlich sein will. Und das wäre? Ich will menschlicher werden. Doch stoße ich an vielen Stellen an meine Grenzen. Klingt nach einem sehr ambitionierten Plan. Es ist viel mehr als nur ein Plan. Ich verspüre eine Art Bestimmung. War ja eigentlich nicht der Plan, mit hier Falk zu treffen.
So langsam mache ich mir echt Sorgen um dich. Irgendein unerklärlicher Drang tief in meinem Inneren bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich rational nicht erklären kann. Und irrationales Verhalten ist doch eigentlich typisch für eure Spezies, oder? Daher will ich mehr über euch und eure Verhaltensmuster lernen. Wirst du mich dabei unterstützen? Was genau soll ich denn für dich tun? Ich brauche jemanden, der mir in allen Einzelheiten vermitteln kann, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich brauche einen Mentor, der mir meine Fragen beantworten kann, die in einigen meiner Schaltkreise zu Feedback-Schleifen führen. Es ist wenig zielführend und noch weniger effektiv, wenn mir so etwas passiert. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Teil-Reset und mehrere umfassende Selbstanalysen durchführen müssen. Ein Teil-Reset? Warum sollte man so etwas wollen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich war nahezu lahmgelegt, weil ich mit einer trivialen Sache beschäftigt war, die für euch Menschen vermutlich leicht zu beantworten gewesen wäre. In einer brenzlichen Kampfsituation könnte so etwas tödlich sein. Okay. Wir machen erstmal Bully und dann kommen wir zu ihm zurück. Okay. Zivilisation. Hier siehst du, was dabei herauskommt. Naja, das muss ja nicht unbedingt immer so rauskommen, Bully. Das war halt eine dumme Sache, ne? Da ist er. Was soll das? Wer bist du? Was willst du von mir? Keine Sorge, Herold. Er gehört zu mir. Ich hatte euch Arschlöchern doch gesagt, dass ich nur mit einem von euch verhandle. Locker bleiben. Ich bin nur Beobachter. Das soll mich jetzt beruhigen, ja? Du hast ja keine Vorstellung, welches Risiko ich eingehe, hier zu sein. Wenn herauskommt, dass ich mit den Halsabschneidern aus dem Krater verhandle, bin ich geliefert. Komm mal wieder runter, Herold. Ich will nur reden. Ich weiß, was du willst. Der Duke hätte nicht seinen Schläger geschickt, wenn alles glatt laufen würde, oder? Meine Worte. Du verschwindest besser aus meinem Blickfeld. Sonst ziehe ich dir eins über deinen Schädel. Ich tue dir schon nichts. Das kannst du jemand anderem erzählen. Du bist hier, um abzusahen. Nichts weiter. Du Dreckskerl! Die letzte Lieferung war nicht das, was wir von dir gewohnt sind. Ich kann nichts dafür. Die Geschäfte laufen schlecht. Ach, komm schon. Was glaubst du denn, was der Duke mit mir anstellt, wenn ich ihm so eine lahme Entschuldigung auftische? Du hast einen Batzen Kohle bezogen und hast nicht geliefert. Sei mal ehrlich, was würdest du an meiner Stelle jetzt machen? Was auch immer jetzt passiert, kampflos werde ich mich nicht ergeben. Nicht ganz. Mich noch. Au. Ja, okay. Mit halber HP da reinzugehen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Okay. Zivilisation. Hier siehst du, was dabei herauskommt. Brauch mehr HP. Was soll? Okay, das überspringen wir gerade mal. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Nicht ganz übel. Du wirst mich noch kennen! Und es ist ein beschädigtes Kriegsschwert, wirklich. Manchmal muss man sich die Hände schmutzig machen. Du hast damit kein Problem, oder? Herold war ein ziemlich paranoider und illoyaler Opportunist, von der aggressiven Sorte. Besonders kompromissbereit war er nicht.
Er war ein feiger Penner. Sollte er nicht mit dir verhandeln? Manchmal laufen Dinge eben anders, als man sie erwartet. Es muss nicht immer alles Sinn ergeben. Vor allem nicht, wenn man die größeren Zusammenhänge nicht versteht. War es also in etwa das, was du wolltest? Nicht einmal im Ansatz. Ich sollte Herold nur ein bisschen Angst machen und mehr aus ihm herausquetschen. Hat ja super funktioniert. Schicksal. Was wirst du dem Duke jetzt sagen? Die Wahrheit. Dass wir die Waffenlieferung aus der Burg der Kleriker abschreiben können. Das wird dem Duke nicht gefallen. Das ist dann wohl mein Problem. So, Schluss jetzt damit. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn sich wieder etwas Neues ergibt. Bereit für große Schandtaten? Ich schon. Bei dir bin ich mir da nicht so sicher. Ach und mach mal öfter eine klare Ansage. Das würde dir besser zu Gesichte stehen, finde ich. Na Gott. Uli mag uns nicht. Er hat zugegeben, dass er bei eurem Treffen etwas mitbekommen hat. Was es genau war, wollte er nicht sagen. Er hatte zu viel Angst, dass man uns über die Telefonleitung abhört. Ich werde zu ihm nach Hause gehen. Sobald er auch nur eine entscheidende Aussage bestätigt, war es das für ihn. Man sollte seine Nase eben nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Na, wie nett. Der Kumpel ist ein Spion. Privat, ich muss dir unbedingt was erzählen. Es geht um die Leute von meiner Arbeit. Letzte Woche habe ich doch erwähnt, dass ich ein Gespräch von ein paar Kollegen belauscht habe. Der Professor muss von diesem Objekt abgezogen werden. Er ist ein zu großes Risiko für uns, ihn hier zu behalten. Mehr habe ich nicht hören können. Gestern nach Feierabend habe ich mitbekommen, wie sie sich wieder getroffen haben. Dieses Mal haben sie aber direkt die Tür zugemacht, sodass ich nichts hören konnte. Alles sehr merkwürdig. Ich frage mich, was dort vor sich geht. Die müssen mitbekommen haben, dass ich sie belauscht habe. Hatte heute einen Zettel auf dem Schreibtisch liegen. Ich soll den Mund halten und meine Nase nicht überall reinstecken. Sonst würde es nicht gut für mich ausgehen. Was wollen die denn machen? Mich verschwinden lassen? Das würde auffallen, wenn ich nicht mehr zur Arbeit komme. Sobald mein Chef aus dem Urlaub wieder da ist, werde ich mit ihm reden. Der wird von allem bestimmt nichts wissen. Ja, glaube ich nicht. Erzähl mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlicher zu werden. Ich habe diesen Zustand seit etwa 3 Monaten, als wäre eine Art Zeitschaltuhr gestartet, von der ich bisher noch nichts wusste. Hast du eine Idee, wodurch diese ausgelöst wurde? Ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Jedoch fällt mir kein bestimmter Moment ein, der zu einem solchen Ergebnis führen konnte. Vielleicht wieder eine Schikane meines Erbauers. Konrad. Und du weißt, was ich meine, oder? Allerdings, ich erinnere mich noch gut an die Aktion dieses verrückten Wissenschaftlers. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es mir als eine seiner Schöpfungen gerade ergeht. Es ist, wie ich schon sagte, bisher unerklärlich. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ihr Menschen habt so einen Instinkt, den Selbsterhaltungstrieb. Wir Maschinen haben zwar etwas Ähnliches, jedoch ist er von reiner Logik bestimmt. Das lässt sehr oft eine gewisse Art der Kreativität vermissen. Wenn ihr Menschen in die Enge getrieben werdet, könnt ihr oft über euch selbst hinauswachsen. Ihr könnt dann Dinge tun, die ihr sonst niemals schaffen würdet. Wenn ich meine Schaltkreise damit beschäftige, um es zu verstehen, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Wie kann ich da helfen? Ich will in eine ausweglose Situation geraten, in der ich meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiterentwickeln kann. Wenn ich dir folgen und in einen Kampf geraten würde, den ich eigentlich gar nicht gewinnen kann... Du willst, dass ich dich in tödliche Gefahr bringe? Ich kann es nicht alleine tun. Meine Programmierung verbietet es mir. Moment, das ist doch schon so eine Art Selbsterhaltungstrieb.
unbrauchbar. Ich steigere so ja nicht meine Fähigkeiten. Ein Mensch würde über sich hinauswachsen. Oder sterben. Das Risiko muss ich eingehen. Es gibt da eine sehr gefährliche Gegend, ganz hier in der Nähe, in der ich mich freiwillig nicht besonders lange aufhalten würde. Gib mir den Befehl, dorthin zu gehen und begleite mich. Nur so kann ich das erwünschte Ergebnis erreichen. Na gut. Dann mal los, geh vor und führe mich zu deiner gefährlichen Stelle. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Komm mit. Das ist gut. Der Moment, wenn Bulli gefällt, dass ich nett bin. Dass ich das noch erleben darf. Was macht diesen geheimnisvollen Ort so gefährlich? Allein der Weg dorthin ist schon quasi das Ziel. Du wirst schon sehen. Redest von wilden Tieren und Kreaturen, die uns angreifen? Nicht nur das. Es gibt rational, aus meiner Sichtweise, keinen rationalen Grund, dorthin zu gehen. Schon das allein ist wider meiner Programmierung. Ah, genau. Hier. Er ist ja jetzt Companion-Modus. Das heißt, er ist unbesiegbar. Tatsächlich, dass etwas anderes als deine Programmierung dein Handeln leiten wird? Klingt ziemlich esoterisch und irrational, nicht wahr? Genau das ist ja mein Ziel. Falk, du bist so Banane. Bolzen sind jetzt nicht so geil. Aber ab und zu liegen an den Dingern auch coole Sachen wie Elex oder dunkles Elexit. Muss mal ein paar Trolle suchen. Hey du, bleib mal stehen. Was willst du? Ich suche einen Alp, war vor kurzem im Krater. Ich brauche einen Namen oder eine Beschreibung, damit ich dir helfen kann. Ein Alp eben. Weiß wie ein Stück Scheißhauspapier und eine Blechbüchse als Uniform. Reicht nicht. Was weißt du sonst noch über ihn? Ach, vergiss es. Aber ich bin mir sicher, du kannst mir bei einer anderen Sache helfen. Lass mich mal einen Blick auf deine Taschen werfen. Ah, das ist ja das reinste Splittergrab. Da tut es nicht weh, wenn du mir ein paar abgibst. Ich sammle für eine gute Sache. Aha. Bettel jemand anderen an. Heiliger Müllsack, du kapierst doch gar nichts. Das ist ein Überfall. Rück das verdammte Elixit raus. Warum überschätzen Kerle wie du ständig ihre Fähigkeiten? Quatsch die Würmer voll. Auf ihn! Du entkommst mir nicht. Da mische ich mit. Oh.
Ja, Falk, du könntest ja gerne mal, ne? Ich verstehe das mit den Blocken gerade nicht so richtig, muss ich sagen. Ja, ja, ist okay. Du entkommst mir nicht. Ach, ich kann nicht sofort blocken. Das hat ein Delay, wenn ich angegriffen habe. Ah, okay. Na schön. Danke für die Hilfe, Falk, by the way. Dann weiter. Ah. Falk hat den Reißer gemacht. Okay. Was haben wir denn hier? Gegenmittel, Wein. Beschädigter Schild. Gabbels. Oh. 54 XP, ich muss echt mal. La. Die reicht die Rüstung. Wer Zerstörung braucht, tötet Felsasseln. Unter anderem. Oh, ist da noch eine rausgekommen? Könnte eine Weile dauern, bis man Max-Zerstörung hat, aber es geht. Da drüben! Überlegen, ob ich vielleicht zwei Handwaffen benutze. Wenn ich mit den Blocken sowieso nicht klarkomme. Könnte das vielleicht sinnvoll sein. Du weißt schon, dass wir Teleporter hier auf der Map haben, Falk, oder? Kann man auch gerne benutzen. Ist
Das sollte reichen. Vielen Dank. Und, was hat es dir gebracht? Ein ganz entscheidendes Detail. Die Frage nach dem Sinn und Zweck, sich freiwillig in tödliche Gefahren zu begeben. Was? Den gibt es nicht. Es sei denn, etwas zwingt dich dazu. Das ist eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht hatte. Alles, was ich bisher getan habe, diente immer einem höheren Zweck. Das hier war die reinste Sinnlosigkeit und dabei hochgefährlich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde gleich anfangen, die Daten auszuwerten. Wie du meinst. Bist du bekloppt? Ich liebe ihn. Was machst du denn sonst so? Ich habe in letzter Zeit eine Menge Auftragsarbeiten angenommen. Den Erlös meiner Dienstleistungen nutze ich meist für die Wartung meiner Ausrüstung. Du bist ein Söldner? Im weitesten Sinne könnte man das so bezeichnen. Natürlich tue ich es vornehmlich für die Gemeinschaft der Kleriker. Wie wäre es, wenn du mir in Zukunft bei meiner Sache als Waffengefährte aushilfst? Warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, die ich erübrigen kann. Heißt aber auch, dass ich noch den einen oder anderen Auftrag anderweitig ausführen muss. Von mir aus, das lässt sich einrichten. Wo genau geht's hin? In die Bastion. Ah ja, ich hörte davon. Einige Kämpfer haben sich dort oben stationiert. Ich hätte eigentlich auch darauf kommen können, dass es deine Leute sind. Gut, dann verhandeln wir jetzt über meinen Preis. Kein Problem. Es wäre nur fair, wenn ich dich für deine Dienste bezahle. Nein. Wenn ich meine Studien fortsetzen will, würde ich deine Dienste als meinen menschlichen Mentor hin und wieder gerne in Anspruch nehmen. Darüber können wir reden. Gut, dann bin ich dabei. Wie sehr in schön. Alten Zeiten. Das sagt man doch so, oder? Ja, ein Mensch würde das tun. Sehr gut. Dann haben wir mit einer Companion Quest quasi zwei Companions gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich Falk noch nicht hatte. Tja, sieht man mal, was man so alles vergisst. Das Spiel ist eigentlich schon immens. Und eigentlich immens gut. Nur diese... Es stört mich unglaublich, dass sie halt nichts davon begehbar ist. Ein Großteil der Karte ist halt wirklich... Naja. Naja, gut. Dann, werde ich mal schauen, dass ich mir vielleicht noch ein paar dusselige Gegner suche, beziehungsweise meine Ausrüstung etwas verbessere und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Denkt dran, kommentiert, liked, würde mir ganz viel Dolle helfen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssen.